Hallo Freunde der Spiegelton, willkommen zurück bei The Burrow XCOM Declassified. Wir werden jetzt weiter nach Mosaik suchen, der ja schon die ganze Zeit fleißig mit mir spricht, aber nur ich höre ihn. Und dementsprechend werden mich meine Teamkollegen bald für verrückt halten. Irgendwelche Animationen, die mich nicht interessieren. Nebel, der die FPS-Zahl in den Boden drückt. Türen. Kram, durch den ich durchlaufen kann. Gibt es hier irgendetwas Interessantes noch? Anscheinend nicht. Weiter im Programm. Und der Körper stirbt. Origin. Ah ja, ich bin auf Weg nach Origin. Der Gefangene. Was hat das zu bedeuten? Was wollt ihr von mir? Nicht du bist es, den wir brauchen, sondern den Dämon, der dich kontrolliert. Red endlich Klartext. Der Dämon hielt sich sehr lange auf eurer Welt verborgen. Er wartete, schmiedete Pläne für den Tag, da er sich zeigen würde. Der Koffer. Bei Groom Range. Was war in dem Koffer? Mit unserer Ankunft ist er erwacht und hat seinen Gefangenen gewählt. Mich. Zeige dich, Dämon. Nein! Zeige dich und sei unser. Nein! Was bist du? Ich war einst, was du bist. Der Gefangene eines Dämons. Ich stieß die Bestie von mir und zwang sie, mir zu dienen. Mir und meinem Volk. Als ich es führte in unsere neue Welt. Falsch, Kumpel. Ihr seid hier in meiner Welt. Au. Carter, wie ist Ihr Status? Dämon? Ich verstehe nicht. Carter, das Wendearmband. Hat es funktioniert? Haben Sie Origin gefangen genommen? Origin ist nicht mehr wichtig. Nicht mehr wichtig? Wie meinen Sie das, Carter? Lasst ihn brennen. Er ist nicht das, wofür wir ihn hielten. Irgendetwas anderes speist Mosaic. Und das hole ich mir. Den Äther einfangen. Ghostbuster. Carter, weg da! Mein Arm! Es ist, als wollte er sich selbst ausreißen. Der Gefangene. Ergreift den Gefangenen. Nö, wir können hier einfach ganz locker rausgehen. Roger, wir haben Ihre Position erfasst. Ist das eine Illyrium-Bombe? Was ist das? Riss in der Welt. Operation Riss in der Welt wurde vom Einsatzteam erfolgreich und mit ungewöhnlicher Tapferkeit durchgeführt. Die Informationen, die vor Ort entdeckt wurden, veränderten die Einsatzparameter und führten zur Gefangennahme eines unbekannten Wesens anstelle des feindlichen Oberkommandierenden Origin, der das eigentliche Ziel war. Das unbekannte Wesen stellte sich als Energiequelle für das Mosaik-Kommunikationsnetzwerk heraus und wurde zur weiteren Erforschung an das Labor übergeben. Dass die Detonation des Sprengkopfes resultierte in einer augenscheinlichen Vernichtung des Stützpunkts, sodass Origin als tot angesehen werden kann. Toll, jetzt haben wir einen Dämon auf die Erde geholt. Voll der gute Plan von uns. Origin ist tot.
Zu sagen, dass dieser Sieg ungeheure Opfer gefordert hat, wäre eine Untertreibung. Die Belastung ist zu viel für ihn. Durchhalten, Will. Wir sind gleich da. Doch zu sagen, der Krieg ist gewonnen, wäre eine Lüge. Die Dimensionsportale sind geschlossen. Alle. Unser Feind ist verwirrt und in Auflösung. Doch er ist noch immer unter uns. Die Marschroute ist klar. Den Vorteil nutzen. Die restlichen feindlichen Truppen besiegen. Rückeroberung unserer Erde. Dies ist unsere Stunde, Ladies und Gentlemen. Wir müssen sie nutzen. Schön, Sie munter zu sehen, Carter. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Ich bin noch nicht am Ende, Doc. Gut. Direktor Falk hat sich schon nach Ihnen erkundigt. Er braucht Sie draußen. Der Krieg ist noch nicht vorbei. Anscheinend. Wieder ganz der Alte? Naja, halbwegs. Schon eine Ahnung, was da passiert ist? Als Sie das Wesen adaptiert haben, ist was schiefgelaufen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht was. Aber Origin haben wir doch erwischt. Das ganz sicher. Seit Origin tot und ihr Zentralkommando zerstört ist, nimmt Mosaics Kommunikation deutlich ab. Soll das heißen, sie ist nicht komplett unterbunden? Nein, aber die Überreste von Mosaic sind nur mehr Echos. Sie haben das Sendezentrum zerstört und das Wesen dahinter gefangen genommen. Das reicht vorerst. Jetzt müssen wir herausfinden, was das hier ist. Ich arbeite daran. Dennoch, eine sagenhafte Kreatur, oder, Carter? Sehen Sie sie nur an. Mich interessiert nicht, wie sie aussieht, sondern wie sie uns nützen kann. Ja, natürlich. Dieses Wesen spielte eine wichtige Rolle in der Machtstruktur des Gegners. Okay. Und was wissen Sie bis jetzt darüber? Soweit ich sagen kann, besteht es aus Energie. Und es besitzt keine feste physische Form. Wie soll das denn gehen? Keine Ahnung. Es hat nichts mit irdischen Wesen gemein. Oder mit Outsidern, wie wir sie kennen. Die Outsider nennen es einen Ätherer. Wie es sich selbst nennt, hat es mir noch nicht gesagt. Sie können damit kommunizieren? Nein, noch nicht. Aber alle Kreaturen kommunizieren. Ich muss nur herausfinden, wie. Jetzt, wo die Outsider am Ende sind, wie sollen wir nach ihrer Kapitulation mit ihnen verfahren? Eine unerwartet hoffnungsfrohe Haltung, William, da nicht sicher ist, dass sie kapitulieren. Vielleicht gibt es am Ende nur Berge von Leichen. Und wenn nicht? Wer kann das schon sagen? Wenn erst alle wirklich von Mosaics Einfluss frei sind, lassen sich manche vielleicht eingliedern. Ich freue mich darauf, das herauszufinden. Schon eine Theorie, wieso ich umgekippt bin? War das diese Kreatur? Theorie? Oh, ich berste fast vor Theorien, Agent Carter. Ich schildere Ihnen zunächst mal die wichtigste. Die Kurzfassung bitte, wenn es möglich wäre. Es ist denkbar, dass das Wesen, der Ätherer, das Venn-Armband zum ersten Mal fast überlastet hat. Was es auch ist, es ist viel komplexer als alles, womit wir es bisher zu tun hatten. Der gesamte Kern von Mosaic war darauf ausgerichtet, die Kraft dieses Wesens einzufangen und zu bündeln. Ich kenne keine vergleichbare Technologie der Outsider. Ich frage mich, wo die drauf gestoßen sind. In der Tat. Es wirft neue Fragen über ihr Mosaic-Netzwerk auf. Okay, Doc. Ich muss los. Der Krieg ist noch nicht vorbei. Natürlich. Und wir haben Unmengen von Fragen zu klären. Unglaublich. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie mehr wissen. Und ich dachte, wir sind schon viel weiter. Ist der Krieg nicht mehr halb zu Ende? Nein! Naja, so lange kann es eigentlich doch nicht mehr dauern. Was machen die Forscher hier? Rumstehen und nix. Das passiert übrigens, wenn man kein Geld mehr hat am Ende einer Produktion. Dann stellt man einfach irgendwelche Leute irgendwo hin, damit es so aussieht, als wenn die Station belebt wäre. Oder hier, man stellt einfach Sandsäcke hin und überhaupt nichts mehr. Sehen Sie sich das an, wie er dort schwebt. Einfach wunderschön. Ich denke mal, die werden manipuliert von dem schon. Wir sollten uns auch mit dem Gefangenen mal unterhalten. Wir haben Mutter gefangen. Guckt nicht so. Wolltet ihr von dem getötet werden?
Salamiköppe, ey. Erstmal so lange schauen, bis der uns irgendwann umbringt. So, was sagst du denn dazu, dass wir deine Anführer getötet haben? Sie leben? Anscheinend. Und Origin ist tot. Dann ist meine Spezies frei. Und doch verloren. Jetzt, wo sie nicht mehr von Origin befehligt werden, könnten sie sie dazu bringen, zu kapitulieren. Dann können wir ihnen helfen. Ihr würdet uns gestatten, auf eurer Erde zu koexistieren? Versprechen kann ich nichts. Die Leute werden so schnell nicht vergeben und vergessen. Aber die Kapitulation wäre ein erster Schritt. Ohne Garantie für eine neue Heimat können wir nicht kapitulieren. Wir sind in einer Sackgasse. Das ist verdammt schade. Aber wenn ich irgendwie zu einer Einigung beitragen kann, gerne. Origin ist tot, Mosaic deaktiviert und die Gates zu ihrer Welt sind geschlossen. Warum hat ihr Volk noch nicht kapituliert? Nein, Mosaic ist nicht vernichtet. Seine Quelle mag beschädigt sein, aber die Echos bleiben. Ich spüre sie auch ohne Verbindung. Beschädigt oder nicht, ihr Volk ist ohne Führung und Nachschub. Wie können wir es dazu bringen, zu kapitulieren? Eine große, verzweifelte, jahrhundertelange Suche lässt sich nicht einfach einstellen. Mosaic hinterlässt Narben in der Seele und wir kämpfen weiter, bis wir eine neue Heimatwelt haben. Wenn die den Kampf nicht einstellen, machen wir auch weiter. Dann gibt es keine Lösung. Wie wird sich die Zerstörung des Mosaic-Netzwerks auf die Infizierten auswirken? Die Hypnotisierten? Mosaic wird sie nicht mehr steuern. Das soll euch ein Trost sein. Aber ich kann euch keine Heilung anbieten. Schade. Wenn sie ein Mittel hätten, würde mein Volk eine Kapitulation eher akzeptieren. Und ich würde es euch auch geben. Nur haben wir uns nie damit aufgehalten, eines zu entwickeln. Wozu auch? Genau. Sie waren die meiste Zeit sehr kooperativ. Was machen wir mit ihnen? Ich habe nie mein eigenes Schicksal bestimmt. Das geschah immer durch andere. Origin, Axis, unzählige Commander. Würden Sie uns helfen, diesen Krieg zu beenden und Frieden zu machen? Wenn mein Volk Frieden eine zu machen. Heimat erhält, werde ich tun, was ich kann. Sie sind ein guter Mann, sagen Sie, wie heißen Sie eigentlich? Meine Art kennt keinen Namen. Wir werden über unseren Rang benannt. Ich bin ein Drazor Fair, das heißt heimlicher Wächter. Helfen Sie uns, diesen Krieg zu beenden. Dann können alle ihren Namen frei wählen. Als wenn das so wichtig wäre. Falls der Krieg nicht bald endet, brauchen wir sie vielleicht noch. Ich fürchte, das wird er nicht. Ach, du bist so ein schöner Optimist. Dumm die dumm, dumm die dumm. Na, was geht ab? Einen neuen Besucher mitgebracht, Carter. Tja. Ah, so ein Psychodämon, der bei mir im Körper drin war. Passt schon. Zur Erinnerung. Personen, denen man im Einsatz begegnet, sind auch trotz eines gültigen Ausweises verdächtig. Ohne genaue Prüfung lassen sich feindliche Doppelgänger unmöglich identifizieren. Immer bei der Arbeit, Chalski. Wie der Direktor sagte, Entspannung gibt's, wenn der Krieg vorbei ist. Die hält mich immer noch an Seven of Nine. Nee, stimmt gar nicht. An, wie heißt sie? Und zwar aus Star Trek Enterprise, die letzte Serie davon lief, an Patoy, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, die Vulkanerin, die mitfliegt mit, ja. Das heißt aber nicht, dass sie sich tot. Sie sieht so ähnlich sollen. Aus. Tapoy, man muss sich irgendwie auch mal sowas. Entspannen. Sagt der, Tapoy. Der nicht mal frei macht, nachdem er Origin getötet hat. Tja, ich bin eben ein Held. Ich glaube, den Titel haben wir uns mittlerweile alle verdient. Und? Was macht Ihre Desinformationskampagne? Läuft ganz okay. Und das bedeutet? Tja, bis jetzt musste ich die Zerstörung einer Universität, einer Kleinstadt und der größten Touristenfalle Colorados vertuschen. Ganz zu schweigen von den gefangenen Hypnos, die ich erklären musste. Dass Sie von all dem nichts im Fernsehen gesehen haben, muss mir reichen. Seien Sie nicht zu hart zu sich selbst. Sie wären nicht hier, wenn Sie nicht die Beste wären. Danke, Sir. Wie reagieren denn die Outsider auf den Verlust von Mosaic? Unterschiedlich, wie erwartet. Manche sind durchgedreht, manche wurden katatonisch. Haben sich welche ergeben? Übers ganze Land verteilt ein paar. Wir bringen alle nach Alcatraz. Sicher ist sicher. Alcatraz scheint sehr groß zu sein. Denken, der Krieg ist bald aus.
Was denken Sie? Dass ich weitermache, bis er sicher aus ist. Dann werde ich Sie nicht länger aufhalten. Ich bin hier, bis der Direktor sagt, es ist vorbei. Nicht mehr lange, was? Na. Wie lange ist das her, dass Sie durch Gate sind? Mindestens 45... Moment, ich empfange einen Funkspruch. Sie leben? Was sagen Sie? Es ist... ja, Mission erfolgreich. Alle Mann vollzählig auf dem Rückweg. Sie haben es geschafft! Sie haben es wirklich geschafft! Hangar für die Rückkehr des Avengers vorbereiten. Die medizinische Abteilung auch. Es sind leicht Verwundete an Bord. Und anscheinend eine Art Gefangene. Na dann, alle Mann auf ihre Stationen. Ja! Nicht zu fassen, dass Sie es geschafft haben. Ich habe nie an Ihnen gezweifelt. Aber wenn Sie das jemals Carter erzählen, streite ich alles ab. Ihr Geheimnis ist bei mir sicher aufgehoben. Und? Haben Sie schon Pläne für die Zeit nach dem Krieg? Ist noch zu früh, um etwas zu planen. Vielleicht, aber ich kenne Sie, Chowski. Sie haben immer einen Plan. Carter heiraten. Nein, das ist zu verrückt. Hey, wir haben gerade einen Angriff von Außerirdischen überlebt. Sind verrückte Zeiten. Naja, ich habe gehört, meine alte Stadt wird wieder aufgebaut. Und die werden einen neuen Bürgermeister brauchen, der alles koordiniert. Sie wollen Bürgermeisterin werden? Da gibt's nichts zu lachen. Nein, ich glaube, Sie werden eine Superbürgermeisterin, Chowski. Brauchen Sie einen, der Ihnen hilft? Schon möglich. Aber beenden wir erstmal diesen Krieg. Sehr süß. Mit ihm kann ich nicht mehr reden. Ja, dann reden wir mal mit dir. Fehlt für den Dienst? Etwas groggy, aber ganz gut. Schicken Sie mich wieder raus, dann bringen wir es zu Ende. Gut. Rufen Sie die Karte auf. Es gibt viel zu tun. Ansichtssache. Wir haben uns Sorgen gemacht, Carter. Was war los? Der körperliche Schmerz war intensiv. Das Schlimmste aber war, dass ich wie vernagelt war. Wusste weder meinen Namen noch, was ich da wollte. Ich erinnere mich nur an Fragmente. Schön, dass Sie wieder okay sind. Sind Sie wieder diensttauglich? Ja, Sir. Ich kann es kaum erwarten. Ja, schließlich haben wir jetzt eine echte Chance. Wir haben also Ihre Anführer getötet, Ihr Netzwerk und die Gates dicht gemacht. Wie sieht es an den Fronten aus? Einsatzkräfte berichten von deutlich verändertem Feindverhalten. Manche fliehen, andere wüten, aber die meisten sind nur verwirrt. Reicht das? Eines unserer Teams war in Rosemont, Georgia und hat den Feind völlig aufgerieben. Das ist das erste Mal, dass wir die Outsider aus einer befestigten Stellung vertreiben konnten. Und hoffentlich nicht das letzte Mal. Ja, aber Ort für Ort? Das könnte Monate dauern. Vielleicht sogar Jahre. Aber ein Ende ist in Sicht. Hoffentlich konnten die Wissenschaftler einen Nutzen aus unserem Ausflug in die Heimat der Outsider ziehen. Sobald kommen wir da nicht mehr hin. Sie meinen außer dem Ätherawesen, das Sie gefangen haben? Dr. Weir hat Musseks Funktionen analysiert. Schade, dass es zerstört ist. Hätte nützlich sein können. Nein, danke, Fork. Ich denke lieber selbst. In den richtigen Händen hätte Musek ein Segen für die Menschheit sein können. Denken Sie nur, alle Menschen auf Erden vernetzt. Stalin hätte Ihnen sicher zugestimmt. Wie jeder Anführer. Musik ist ein Werkzeug. Es kommt darauf an, wie man es einsetzt. Man kann es nicht richtig einsetzen. Schicken wir die Bastarde zum Teufel. Musik in meinen Ohren. So, gucken wir mal eben noch. Schön, an meinen Nichten. Der Witz ist einfach, dass ich überall scannen kann. Glauben Sie mir, noch schöner ist, wenn mal Licht auf einen. Und ich weiß gar nicht, was mir das für einen Vorteil bringt, gar keinen. Also um die Ecke, wo schon drei von Ihnen mit gezückten Karabinern auf mich warten. Oh, wo ist er denn hin? Er ist weg. Komisch. In honor of Sue's members of the agency who gave their life in the service of this world. Ach so, Thomas Niels, John Kinney und Michael Redmond. Das sind die, die gestorben sind. Ja. Unterwegs. Aber nicht unter meinem Kommando.
Es heißt also, sie hätten einen neuen Typ von Outsider mitgebracht. Naja, dann werden wir nächstes Mal auf Mission gehen wieder. Was tut sich auf den zivilen Frequenzen? Die sind weitgehend sauber, Sir. Einige UFOs... Wir haben uns doch... Schön. Erfinden Sie was über Testflüge von Jet-Prototypen über diesen Gebieten und geben Sie es an die Öffentlichkeit. Und dann werden wir nämlich hier schön uns, die Nebenmission antun. Und der letzte Krieg, Chicago, Illinois. Und das alles beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, The Bureau XCOM Declassifies. Ich bin euer Doc, bis dann, ciao.